Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich mache gerade die App an und check mal die Liste, was ich noch brauche, denn es ist Montag, es ist Max Out Monday. Bester Tag in der ganzen Woche, denn wir maxen Pokémon und nähern uns meinem großen Ziel, jedes Pokémon einmal gemaxt zu haben. Bestmögliche Stufe natürlich. Erster Kandidat von gestern. Nicht von gestern, weil ich habe den nicht gestern gefangen. Da kam kein 100er rein. Aber Plinfer bzw. Entwicklung. Hab den gestern entwickelt und irgendwann mal gebrütet. So, Max Pokémon. Denke, wir machen Gen 3 einfach weiter, denn Gen 2 haben wir fertig, fast. Gen 1 haben wir komplett fertig. Gen 2 fehlen noch ein paar Sachen, die ich noch nicht maxen kann. So, Neat. Das ist übrigens Go Ranger. Ich habe ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Da kann man so Listen erstellen, so unterschiedlich, was man eigentlich will. 100er, Max Pokémon, Shiny, Shiny Lucky, Lucky, Inkognito Buchstaben, alles was du willst, jegliche Liste kannst du da erstellen. Und hier habe ich halt meine Max Liste. Und da kann ich halt schauen, was ich noch nicht gemaxt habe. Und das wäre von Gen 3 danach noch. Schlupuk, heißt er so? Schlupuk Entwicklung und Torhydro. Aber jetzt erstmal Plinfer. Da. 1864 ist aus dem Ei und 100%. Sehr nice. Oh, aus dem Ei. Das heißt, ich brauche 245 Bonbons. Ihr habt gerade gesehen, ich habe nicht genug, aber ich habe noch die ganzen Plinfer. Normalerweise über 1000 Bonbons, aber check das Video einfach von gestern ab, vom C-Day. Wetter war so schlecht einfach. Und ich bin nicht mehr so motiviert, so viel zu grinden. Ich bin nicht mehr so voll bei der Sache, sag ich mal. Hab immer noch meinen Spaß, aber in geringen Maßen. Bin jetzt nicht mehr der übereifrige. Und ob ich jetzt da 1000 Bonbons mache oder 400-500 oder 200-300 Bonbons, macht jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Ich habe eine Menge geklickert mit dem Ball. Und Hauptsache, ich habe ein, zwei Shinies. Habe am Ende 11 bekommen, aber ich wäre mit einem zufrieden gewesen. Hauptsache, der Kleine hat ein paar, die ich mir dann rübertauschen kann für meinen Shiny Lucky, für meine Shiny Lucky Sammlung. Das ist eigentlich so das Wichtigste, deswegen nicht so motiviert. Ich wusste bis irgendwann eine Stunde nach dem Event, also eine Stunde während das Event läuft, nicht mal welcher Bonus am Start ist. Also ich bin da momentan nicht ganz bei der Sache. Zumindest diesbezüglich, weil ja, einfach ein bisschen zocken, einfach Spaß haben, nicht so, ihr wisst, was ich meine. Konzentriere mich lieber auf meine letzten paar Ziele, weil dieses Jahr werden wir die wahrscheinlich alle erfüllen. 102 haben mir noch gefehlt, Pokémon, die ich maxen muss. Und nach heute natürlich, wir maxen jeden Montag 3, Max und Monday, sind es nur noch 99. Wir sind wieder unter die 100. Und so weniger als einen Monat und wir haben Gen 3 fertig, komplett dann auch Max. Außer halt die Sachen, die ich nicht maxen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, regionale, von denen ich nichts Gutes habe und so weiter. Dann geht's auch weiter mit Gen 4. Gen 4 ist wahrscheinlich so Ende Frühling, irgendwie sowas. Mai vielleicht, wahrscheinlich vor Mai. April, Ende April, irgendwie sowas. Dann Gen 5 maxen und fertig. Nächstes Arena-Event, wo es doppelte EP, Arena-EP für Arena gibt. Da geht's auch richtig ab und bam, die ganzen Arenen auf Gold. Und das war noch mein drittes. Ah ja, und die 100er, aber ja. 100er kommen und gehen, da kann man nicht viel machen. Ab und zu mache ich jetzt Palabras, Rocket Stops, aber kein Erfolg. Ich müsste mich eigentlich mal dahinter setzen und 100er Kindwurm aus dem Rocket Stop und 100er Absol jagen. Aber da war ich jetzt noch nicht so motiviert. Ich kann einfach zwei wegschmeißen. Dann haben wir genug. Genau 2900 oder was? Das ist eine coole Zahl. Die haben alle gemaxt. Hier. 1900. Oh, den haben wir schon gemaxt. What the fuck? Wieso habe ich das nicht abgehakt? Den haben wir schon.
Muss ich das nochmal neu zählen hier? Teile haben wir aber noch nicht, oder? Den haben wir noch nicht. Genau, entwickeln. Okay, krass. Dann sind wir ja bei 98. Haha, eins näher zu unserem Ziel. Das ist doch nice. Also eine sehr nette Überraschung. Also der war schon relativ hoch, als ich den gefangen hatte. So. Aber kommt er auch hoch? Nicht wirklich, oder? Hatte der nicht irgendwie richtig gute DPS bezüglich Ding? Rein theoretisch, aber in Praxis ist er schlecht. Und war ja nicht irgendwie der leichteste Dreierboss aller Zeiten? War das nicht so? Oder wer war das? Naja. Also eine sehr nette Überraschung. Also darüber freut mich jetzt echt, dass wir einfach einen weniger pushen müssen. Wie sieht Sternstaub-mäßig aus? Fallen wir unter die 3 Millionen? Ja, wahrscheinlich schon, weil wir müssen noch einen maxen. Wir brauchen mal ein richtiges Sternstaub-Event. Also mit Fang-Sternstaub-Bonus, nicht dieses Brüten. Vor allem nicht dieses Brüten, wo dann vermehrt nur 2 Eier kommen. Und ja, ich weiß, rein theoretisch, aus 2 Eiern kommt mehr Sternstaub. Aber man muss halt auch mehr Inkubatoren einsetzen. Und dadurch, dass es halt keinen Sternstaub-Bonus fürs Fang gibt, lohnt es sich nicht wirklich dauerhaft Sternstück zu zünden. 2181. 100er Twido. Dann haben wir... Oh mein Gott, ist der low. Habe ich genug Bonbons überhaupt? Ich glaube nicht. Den müssen wir, glaube ich, überspringen. Machen wir demnächst mal. Und kommen zu... Erstgemax auf jeden Fall. Erstgemax, Erstgemax. Komisch. Ah, hier. Okay, doch, hier, stimmt. Habe ich übersehen. Der Kaktusmann. Das ist der erste 100er, den ich gefangen habe, seitdem die Map zurückgekommen ist. Mit der Map halt. Es war genau die Straße hier runter. Es war eigentlich eh krass, dass es bis hier oben gescannt hat, weil eigentlich wird nur die Innenstadt gescannt. Aber manchmal verläuft sich irgendein Bot und scannt trotzdem. Richtig wirrbar. Und danach haben wir natürlich noch eine Box am Start, die erste im neuen Jahr. Und wir sind unter die 3 Millionen gefallen. Nein! Leiden. Der Staub. Der saftige, wichtige Staub. Und fertig. 2298. 100er Kaktusmann. Und noch 98, nicht 99, 98 Pokémon vor uns. Denn ich habe irgendwie einen übersehen und nicht abgehakt gehabt. So, da mal die Box. Grüße gehen raus an Woodbox. Link ist unten in der Beschreibung. Check die gerne ab. Jeden Monat schicken die mir eine Box bezüglich Gaming, Geek und Nerd Stuff. The Grinch. Oder ein grüner Trump. Und irgendwas mit Rainbow. Ah ja, es kommt dieses neue Kakarot-Spiel raus. Habe ich gesehen, aber soll nicht so gut sein. Yo, Socken. Socken immer gut. Und dann auch noch Big Bang Bazinga-Socken. Yo, darüber freue ich mich. Bestes Weihnachtsgeschenk. Verspätetes. Dann haben wir eine World of Warcraft-Mütze. Ich habe nie World of Warcraft gezockt, nur Hearthstone. Oh ja! Captain Tsubasa Shirt. Captain Tsubasa. Ich bin großer Sports-Anime-Fan. Hab mir jetzt erstmal Hinomaru Sumo durchgelesen. Fertig gelesen. Sehr empfehlenswert für alle Sport-Anime-Fans. Und Captain Tsubasa natürlich der erste Sport-Anime meines Lebens. Heftig.
Random Drachenpin kommt in die Sammlung. Und nochmal irgendwas. Nochmal in der Box. Box in der Box. Bin gespannt. Alles, glaube ich, einfach nur wie immer eine Actionfigur. Figur, Sammelfigur, wie auch immer man es nennen mag. Ja. Ho! Oh, what the fuck? Pop 393. Irgendeine Goldfigur. Sieht mächtig aus. Ja, coole Sache. Grüße gehen raus an Rootbox. Ich freue mich. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das war's von mir, Leute. 98 Pokémon müssen wir noch maxen, bis wir fertig sind. Was habt ihr diesen Montag bei Max und Mande gemaxt? Schreibt das in die Kommentare. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.